Doch, vielleicht so. Nein, so. Oh, Glück gehabt. So, was ich dann noch ganz gern hätte, das wäre das hier. Wir brauchen dann unbedingt eine neue Spitzhacke. Okay. So, wir füllen natürlich unseren Wasservorrat noch ein bisschen auf. So, hier gibt's nichts mehr. Boah, hier muss man echt mitdenken, ne? Was man hier abbaut und was nicht. Kann man die Dinger jetzt eigentlich abbauen? Ne, ich denke, die fallen nur nach unten und bohren in der Art, oder wie? Lass mal gucken. So, oh, das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Muss ich haben. So, gib mir mal meine Faust. Ach so. Na, dann soll der Gegner von mir aus da drin hier, ne? Das Zeitliche segnen. Ach so. Schon verstanden. Ohohoho. Was ist das? Sind das Diamanten oder wie? Ne, Uran war das, okay. Hat jetzt doch wertvoller ausgesehen. So, dann graben wir uns einmal hier nach unten. Wir brauchen unbedingt Upgrades. Unbedingt. Irgendwie habe ich hier rechts jetzt alles ausgelassen, ne? Aber das haben wir gleich. Ach, weißt du was? Hier. Friss! Gibt's hier denn überhaupt was? Wow, ja klar, geh doch einfach mal nicht drauf. Jetzt aber, mein Licht. Aber geben tut's hier nicht wirklich. Doch, hier rechts gibt's noch was. Na, dachte ich mir doch fast. Und den linken Weg haben wir auch schon wieder ausgelassen. So. Wie komme ich jetzt zurück? Einmal hier nach unten. Und dann einmal noch hier nach unten, ne? Gibt's denn hier noch irgendwas an wertvollen Steinen? Boah, ich bin jetzt echt schon, ne, dazu geneigt, den hier auszupacken. Nein, bohr doch nach unten, mein kleiner Freund. Mein Licht. Mitnehmen. Da komme ich doch eigentlich noch ran, oder? Komm mal wieder. Oder auch nicht. Doch, komme ich noch. Wo haben wir denn sowas? Wir brauchen echt schon lang für das Zeug. Und mein Licht. Kann ich jetzt nicht mal hier wieder so ein bisschen was... Oh ja, genau, Topaz. Topaz, ne? Die, wenn man immer finden würde. Zum Glück habe ich einen Teleporter dabei.
Oh, oh, oh. Das sind ja, ich darf das nicht vergessen. Das ist ja wie die Steine, ne? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Möchte ich da schon runter? Naja. Hilft alles nichts. So, einmal hier aufbohren und hier. Na, so lobe ich mir das. Mein Inventar ist fast voll. Dann können wir, wenn wir jetzt noch ein paar Kugeln finden würden, ne, das wäre richtig nice. Was ich mich ja so ein bisschen frage, ob es hier auch Wasser gibt, ne? Ich muss nochmal zurück. Da ist noch was. Wobei, oder unten, da unten ist der nächste Dungeon. Ich sollte. Einmal hier durchbuddeln. Kann ich denn überhaupt noch irgendwas mitnehmen? Lasst mal sehen. Ja, das ging noch. Wir graben und... Ach, guckt euch mal die Gegner hier an. So, hier haben wir ja den nächsten Dungeon. Dann würde ich fast sagen, zack, nach oben. Und dies ist sehr kostbar. Mal eben auf die schnelle 1000 gemacht. Wenn ihr überlegt, wie viel wir eigentlich am Anfang gemacht haben, ne? Ja, aber mir fehlen im Moment einfach die Kugeln, ne? Vielleicht können wir erstmal bei ihm hier Gesundheit kaufen. Und noch zwei Dynamit. Dynamit. Und was hättest du denn noch zu verkaufen ohne Kugeln? Ein Superbohrer, Faustschlag. Das werden wir uns leisten. Das werden wir uns leisten. Oh, das ist aber gesalzene Plasmalaterne, okay. Das ist aber wirklich gesalzene Preise, mein Freund. So, einmal hier die Faust ausrüsten. Beziehungsweise, was hätten wir denn noch hier? Oh, guck mal. Oh. Richtig nice. So, und dann würde ich gerne hier runtergraben, dass ich gleich bei den Gegnern bin und denen quasi jetzt dann... Oh ja, genau! Genau! Hör auf damit! Tja! Und die werden ja voll aggressiv! So, und nu? Okay. Wow. Wow. Ach du Schande. Okay, so klappt das nicht. Wow. Das ist heftig, ne? Ich glaube, ich werde hier drin sowas von sterben. Ich sollte das Ganze... Ich bin da völlig falsch rangegangen. Und zwar, warum mache ich mir das eigentlich so schwer, ne? Hallo? Ja! Ah, Gott! Anstrengend! Aber richtig anstrengend, ne? Na komm her. So.
Boah, Gott. Laser of Doom, ne? So, 7 Stück. Wir können wieder ein bisschen was kaufen. Jetzt ist nur die Frage. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, ne? Dass es hier irgendwo seitlich reingeht. Nee. Hier auch nicht, ne? Nee. Raus hier. War heftig. Wow, wow. So, hier lang. Gibt's da noch was? Nein. Aber ich höre hier Wasser, das ist schon mal gut. Wow. Also ich denke, ich brauche dringend gute Rüstung, ne? Mieses Biest. Wo war jetzt eigentlich das Wasser? Ach, hier oben. So, Wasser ist wieder voll, aber dafür geht unser Licht schon wieder zur Neige. Nee, da ist nichts. Also die Welt ist zwar echt cool gemacht, ne? Aber hier findet man ja so schnell den Tod. Nein! Boah, Gott. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch, ne? Boah. Okay. Denn ich möchte ja auch noch nach rechts. Hier waren wir noch gar nicht. Und es gibt nichts. Doch, hier gibt's was. Ein bisschen Rotgold. Warte mal, kann man die Dinger nicht hier abbauen? Ha! Das Ding muss auch weg. Nein. So, meine Faust auspacken. Dann könnte ich mir hier eigentlich einen Weg nach oben machen. Na okay, passt. Einmal hier weiter nach unten, ne? Nein, nichts. Komme ich da nochmal hoch? Normalerweise ja, ne? Das sollte man eigentlich vermeiden, ne? Wenn möglich. Weg damit. Die Dinger kann man sicherlich auch in die Luft sprengen. Aber ob ich das denn möchte, ist die andere Frage. Oh, der nächste Dungeon. Aber ich bin eigentlich voll, ne? Oh. Faust des Todes. Das war sogar eine große. Wir müssen unbedingt nach oben. Eins noch mehr. Das wäre es jetzt gewesen, ne? So, wir haben uns ja hier extra einen Weg gemacht. So, hier rüber. Ich sehe meinen Teleporter zumindest schon. Weg damit.
Teleporter! Ich komme! Puh. Halt, erstmal verkaufen, ne? Ja, pass auf dich auf da unten, ne? Das stimmt wohl wirklich, ne? Superrüstung. Wobei ich halt überlege, ob man die ganzen Upgrades überhaupt kaufen sollte zum Schluss, ne? Wir haben jetzt trotzdem erstmal den Supertank und die dicke Rüstung gönnen. Dann hätten wir nämlich bei dem soweit alles gekauft. Okay. So, Schnösel, was hast du denn für mich? Nichts mehr. Alles zu teuer. Ich brauche 3. Auf alle Fälle jetzt dann mal 8 von den Kugeln, beziehungsweise noch 4. Ja, Leute, aber ich sehe schon wieder, wir werden hier eine kurze Aufnahmepause machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von SteamWorld Dig.